Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Thea The Awakening. Das letzte Mal war ich schon ein wenig schläfrig, hat man vielleicht mitgekriegt. Schnarchi Schnarch hätte ich gerne, habe ich irgendwie währenddessen gemacht. Deswegen sind wir auch nicht sonderlich weit gekommen. Ich hoffe, heute geht das etwas besser. Was sind das für welche? Zerbrochene Skelette. Das sollte ja wohl irgendwie machbar sein, oder? Könntest du mit Schleichen versuchen? Sei wie eine Katze. Ja, ich mache das automatisch. So wichtig ist das nicht, diese Kämpfe zu machen. Ja, was ist das? Ein Lederwams, Rüstung 11. Nicht schlecht. Und Geschicklichkeit 2. Und es wiegt gar nicht einmal so viel. Muss man gleich jemanden anziehen. Und das ist ein ganz normales, lächerliches Schild. Das kann man verkaufen. Oder auseinandernehmen eigentlich. Dann. Ja, da haben wir schon wieder was fertig. Bitte. Auch was. So, schauen wir mal, ob wir noch was herstellen können. Was kann man da noch machen? Da. Oh, ein Lederhemd. Naja, okay. Das wird langsam ein bisschen modig. Aber immerhin. Wir haben noch immer zu wenig Rüstungen, also so gesehen. Ja, und Fleisch haben wir offensichtlich auch keines mehr. Wir werden nachher anderes Essen machen. Mit Gemüse und. Oh! Kräutern. Und Holz. Gekochtes Grünzeug. Nicht schlecht. So viel, wie sich halt ausgeht. Ja, das habe ich befürchtet, das sieht sich auch nicht mehr aus. Wir brauchen mehr Baumaterial. So, na schauen wir mal. Versuchen wir das nochmal mit Schleichen. Ja, ich wollte gar nicht so kämpfen, meine Güte. Okay, ich glaube, wir werden neu mischen. Na, ein bisschen besser. Wir haben Verwirren 4. Ausgezeichnet. Gegnerangriff 6. Sollte das entfernen. Was kann das? Gift.
Dich als Deckung. Dich. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir das alles entsorgen können. Okay, gehen wir die zwei auch noch rein. Was soll's? Es könnte über zwei Runden gehen. Ja, immerhin eines von den Augen haben wir entsorgt. Ausgezeichnet. Schaden 6. Das ist auch nicht schlecht, das können wir uns behalten. Das ist nicht so gut, das verkaufen wir. Was kann das? Wille plus 1. Naja. Ausgezeichnet, Freunde. Dann werden wir gleich mal jemanden ausrüsten mit diesem Hammer. Nicht die Irina. Auch sie nicht. Das schon eher. Ja, zwar mehr Schaden, aber tatsächlich bin ich mit der Waffe, die sie gerade hat, ziemlich zufrieden. Mal. Ah, sie hat einen. Machen wir das so. Wie schaut es bei euch aus? Alles noch Paletti. Schaut gut aus. Wollen wir, glaube ich, nicht reingehen. Aber ich muss schauen, wie viel Essen ich noch habe für meine Typen da draußen. Für 6 Tage. Ich überlege gerade, ob sich das ausgeht bis nach Hause. Ja, wer weiß. Wir könnten da Früchte sammeln. Dazwischen noch. Oder da oben. Wäre vielleicht ja nicht so schlecht für irgendwas. Irgendwelche Speisen, die wir dann machen. Warte mal, da ist irgendjemand ohne Arbeit. Oh, Heldin ist ohne Arbeit. Das geht natürlich nicht. Ja, Dunkelholz können wir da nehmen. Haben wir Quarz. Können auch was nehmen und dann Katalysator, sowas. Immerhin 9. Immerhin 9 Forschungspunkte. Was ist damit? 5 Forschungspunkte. 7, 3. Und was macht das? 9, 3 und 1 Magie bringt es auch. Wow. Nicht schlecht. Was passiert, wenn ich Eisen dann nehme? Wieder 7, 3.
dann den Knochen. Das ist definitiv das Beste. The sun shines strongly this day, okay. And people rejoice, basking in its warmth. At noon, when the rays burn the ground the hottest, a single ray of sunshine lights up a nearby field. From within the sun's light, you can make out the figure of Svarog. He thrusts his hammer down upon the earth, and the sunlight blinds you all. When you regain composure, you realize the sun god has left one single image of an old ruined building shrouded by unnatural darkness. Okay. Ich glaube, er wird uns ein Zeichen setzen, dass wir irgendwo hingehen sollten. Okay, das ist die göttliche Quest. Jetzt sind wir sogar fast in der Nähe. Oh, fast. Schwäche finden, ich muss keine Schwäche finden. Die sozialen und taktischen Herausforderungen fügt dem Gegner Schaden zu und heilt dich in Höhe. Achso. Verstehe. Hey, die Andela hat plus 1 Sammeln gekriegt. Und in der Stadt ist es da besser. Oh, mal plus 1 Sammeln. Ausgezeichnet. Okay, Freunde. Der Blasmusik. Da läuft ja alles von alleine. Vier Tage noch. Was haben wir hier zu essen? Da gibt es so Taue, Seetang-mäßiges Zeug. As you make your way through the thick of the woods, you come across a small clearing. There are signs of a campsite and faint traces of a bloody struggle. Whatever happened here happened some time ago, and most likely did not end well for the travelers. Upon deeper inspection, you uncover pieces of a human body still scattered nearby. Ugh. You are about to move on, thinking it's best to leave a place of such a death, lest the attacker comes back or an angry spirit seeks revenge. But one of the trees by the campsite attracts your attention. The tree is hollowed at its roots, and within it is a bundle. Inside the bundle, you discover some rags and a small stash of basic supplies, which are still usable. Schau an. Und schon haben wir wieder für 7 Tage Essen. Das heißt, wir müssen nicht mehr sammeln, bevor wir daheim sind. Aber wir werden dann noch schnell in die Schmiede laufen. Da gibt es, glaube ich, auch irgendeine Quest. Schauen wir mal. So, na dann, auf in die Schmiede. Schauen wir mal, was der will. Okay. Smoke coming from the chimney and the sound of hammering inside. This is clearly a smithy. You notice an unusually large pile of rocks sitting by the house. Okay. Na dann. As you approach,
The hammering stops, and a dwarf walks out to greet you. That's far enough, strangers. You do not want to anger Chael. She gets very jumpy, that one. The pile of rocks opens its eyes and stares at you. It's definitely a rock troll. Okay. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir haben eure Einladung erhalten. Na klar. Hey, your village, aye. Well, truth be told, I move around me. I don't like trust any stranger coming to see me. Unless I want you to, you will not find your way here. Hence the invite. And this brings me to why you did find me. I have a wee problem, and if you help, I will give you a full set of armor with some good weapons and all. You see, okay. I've got me a kind of, well, Zwerge sprechen Schottisch. Ein Frauenproblem? Ah, well, it's kind of embarrassing. You know, us fallen dwarves, that is, the ones who stayed behind when the darkness came, we tend to be solitary types, at least when it comes to females. After all, no dwarven woman chose this sad fate, at least not what I know of. In any case, the story cut short, there is a cute demon girl, the nice type, mind you, living nearby, and, well, I tried impressing her with my smithing, but she doesn't like weapons. Okay, er möchte eine Dämonin daten. Was sind wir, ein Dating-Service? Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? This is a serious matter, mind you. She can get a bit nasty if you're not careful. And I've been trying for decades now. Anyway, I don't know how much you do know of them water demons, but just try not to dance with her. And probably avoid going for a swim. Okay. And, well, just be careful. She's a sneaky one. Hinterhältig ist sie also auch noch. Okay. Ihr wollt mit einem Dämon ausgehen? Hey, hold your horse, he's human. What's with the racism, eh? Just you wait till you see her, then tell me dating demons is off the menu. We have good heads for that enchantment shit. Tja, aus Rollenspielen weiß ich, es gibt Dämonen, die sind definitiv sehr attraktiv. Aber auch sehr gefährlich. Okay. Here's a map of the local area. I marked roughly the spots where she hangs out. Okay. I think she may be on the move with her sisters, so just, yeah, watch out. Okay. Ah, da hinten ist das. Wo auch immer. Oh, bin hier relativ nah. So, Freunde, dann holen wir mal all dieses Zeug rüber, das wir nicht mehr brauchen. Boah, wir haben schon viel Zeug gefunden. Mhm. Das gehen wir rüber. Aus den Pilzen kann man sicher irgendein nettes Essen machen. Ja, das kann man nicht gleich wegtun. Das ebenfalls. Ah, das habe ich noch niemanden in die Hand gedrückt, das sollte ich auch noch tun. Ach, das auch. Mhm, stimmt. Die geben das tatsächlich mir in die Hand danach. Mhm. Das auch weg. Oh ja, das stimmt also wirklich viel besser. 4 und 5. 4 und 5. 3 und 3. Oh, tschüss, ich hätte vielleicht zuerst alles verkaufen sollen, was ich nicht mehr brauche.
Na gut, ach Gott, verkaufen wir auch. Wer braucht die ganzen Schilde haben überhaupt? Um 11,2, das war eine Rüstung. 17,3. Mit 11,2 ist sie gar nicht mal so stark, wie ich zunächst gedacht habe. Na dann. Was das Gewicht betrifft, er kann noch einiges aushalten und er hat keine besondere Rüstung an. 300 nicht, aber 250 insgesamt. Nehmen wir das. Was? Achso, kann er nicht tragen, er ist zu schwer. Ist genau 100 zu schwer, na gut. Das ist das Sali. Dela, wie schaut das bei dir aus? Ja, das soll bei dir sollte sich so ausgehen. Hier. Andela hat einen wunderschönen Brustpanzer gekriegt. Ausgezeichnet. Außerdem, wenn wir gleich dieses Artefakt auch in die Hand drücken. Oder aufs Auge, um genau zu sein. Ach so, nein, wir sollten noch Essen mitnehmen. Jetzt habe ich glaube ich schon wieder. Ich hab's gewusst. Okay, gut. Das passt. So, was haben wir hier? Haben wir schon irgendwelche Fertiggerichte? Nicht schlecht. Ach wie, was nehmen wir noch mit? Nehmen wir noch ein bisschen davon mit. Natürlich nicht alles. Expedition, für wie lange hast du Zeug mit? Für 21 Tage. Na dann. Mal gleich mal zu dem da unten. Thea is not an easy place to grow up in, but Oh, alas, noch ein Kind grow wird up we erwachsen. must. One of your children has matured into a young adult and is ready to join your village Ach, machen and wir noch einen rebuild Thea. Krieger. Becoming an adult is an important rite of So passage. nah. The whole village celebrates this joyous occasion. The youngster places a Vielleicht food sollten wir offering at the altars of anfangen, their gods. die Leute nach meinen VWA-Schülern zu benennen. Zona zum Beispiel können wir gleich einmal umbenennen. Das geben wir ihr als Kampfwerkzeug. Rüstung haben wir jetzt nicht wirklich eine für dich. Aber gut, das muss es auch tun für den Anfang. Ach, ich bin so dumm. Nachdem ich letztens jetzt einen Haufen Zeug gefunden habe, kann ich ja Sachen produzieren wieder. Und so eine spezielle Weide. Bestehen aus 25 von diesem Blutholz oder Dunkelholz. So. Dann nehmen wir Gemüse. Und als letztes. Ach, was ist das?
Der letzte Faktor hat sowieso nur einen Einfluss, wenn wir eine Schmiede haben. Da wir keine Schmiede haben, kein Einfluss. Na, immerhin. Okay, ich bin auch heute irgendwie zu müde. Ich merke, dass die Schule an mir nagt ein wenig. Ich glaube, ich werde schlafen gehen. Ich mache noch eine wunderschöne Pike. Höherwertiges könnte man natürlich auch als Quarz nehmen. Man muss nicht unbedingt Quarz nehmen. Ein Dorn mit 7,3 Schaden. Was? Achso, du bist bei der Mine, bei dem Dings. Passt. Achso, nein, was ich natürlich noch nicht gemacht habe, ist. Gerade auch irgendwelche Sachen, die mir in die Hand drücken können. Was hier jetzt rübergegeben? Nein, offensichtlich nicht. Könnten wir bitte Mittel darüber tun. So, aber jetzt. Gut, dieses Mädel benennen wir um. Zwei Vorjahrschülerinnen. Heute fangen wir mal an mit fangen wir mit der Kati. Nein. Obwohl, Kati könnten wir anfangen. Immerhin hat mir die letztens die VWA geschickt. Dann sollte ich eigentlich mit dem Duschan anfangen, weil der hat es mir als erster geschickt. Naja. Duschan ist zu stark für. Es ist zu ähnlich mit den Namen, die hier schon im Spiel vorkommen. Aber warte mal, kann sie das tragen? Geht sich das? Nein, geht sich nicht aus. Doch, geht sich aus. Ausgezeichnet. Jetzt ist sie auch gut geschützt vor irgendwelchen Bösewichten. Warte mal. Sicher alles runtergenommen, was von Wert ist für die Expedition. Gute Frage. Oh, sieht fast so aus. Okay. Na dann. Steht dem Abenteuer ja nichts mehr im Wege. Gut, an dieser Stelle, Herrschaften, sage ich wieder Tschüss und gute Nacht. Vielleicht sollte ich nicht mehr unter der Woche spielen, sondern nur noch am Wochenende. Boah. Ich bin echt müde. Naja. Oder besiegen wir noch das Spinnennest vorher.
könnte man natürlich machen. Na, zumindest diese Skelette werden wir noch schnell besiegen. Machen wir einen Kampf. Okay, die geht da durch wie Butter. Die könnten wir auch als erste Aktion machen. Machen wir so. Ach, gleich noch einen zweiten Spielkampf auch rein. Passt schon. Die können nicht wirklich was tun. Die schlägt durch und trifft auch den nächsten. Zwar nicht mit viel Punkten, aber doch. Besser als ein Stein am Schädel, könnte man sagen. Was kann der? 3, 3, nix. Verkaufen. Was kann der? Die Rinder hat eine Wunde abgekriegt. Ärgerlich. Gut. Dann werden wir mal kampieren. Ist das was zum Essen? Ich glaube schon, ja. Dann werdet ihr einmal kampieren. Und was sammeln. Ja. Sammelst du da noch und du da. Nein, das bringt nichts. Gut, also wie schon gesagt, ich werde jetzt schlafen gehen. Ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.